da. Der Fortuna Düsseldorf Fancast von uns. Von mir, dem Mappendribbler, und vom Schwensky 8, dem Micha. Ich habe, glaube ich, gar nicht gesagt, dass ich Mo heiße. Passt, glaube ich, auch nicht, aber hallo von mir. Ja, wir melden uns zurück nach, ich glaube, knapp 3 Wochen Abwesenheit. Es lief bei uns nicht so alles wie geplant. Ja, wir beide waren so ein bisschen terminlich eng. Das ist irgendwie, seitdem wir mit den neuen Jobs zusammenhängen, ist das alles nicht mehr ganz so einfach wie früher. Aber ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen, wenn das vielleicht in der nächsten Zeit nicht mehr ganz so regelmäßig ist. Wir werden euch auf jeden Fall Kommentare und Meinungen zu jedem Spiel liefern. Und natürlich seid auch ihr gefragt, um uns zu supporten, zu unterstützen und das Ganze vielleicht auf eine andere Ebene zu heben. Ihr könnt uns gerne teilen, folgen, liken, lieben, hören auf jeden Fall. Uns gerne empfehlen, ob es eure Sohn ist, eure Tochter ist, eure Freundin ist, eurem Freund ist, irgendwie eurem Nachbarn ist, der auch Fortuna-Fan ist. Liked uns, empfiehlt uns, das hilft uns auf jeden Fall sehr. Besucht uns auf Facebook, Twitter und natürlich auch auf YouTube, immer als Megafon 95. Ja, Micha, in dieser Folge wollen wir natürlich sprechen über das Spiel gegen Leverkusen, gegen Nürnberg, Schalke. Wir geben uns so ein kleines Fazit am Ende zum Saisonstart ab, beziehungsweise das wird wahrscheinlich nebenbei so ein bisschen fallen. Außerdem sprechen wir noch als Keyplayer über Adam Boczek und seine Rolle aktuell bei Fortuna. Micha, wir wollen aber so ein bisschen starten mit so ein bisschen leichten News, würde ich sagen. Genau, und zwar Fortuna hat den Red Dot Design Award für Corporate Design und für Fortuna Suns bekommen oder gewonnen. Das ist mittlerweile auch schon, glaube ich, 2 Wochen her oder so. Aber das war so ein Erfolgserlebnis für zwischendurch, dafür halt, wie Fortuna jetzt aktuell das Design geändert hat und die Schrift, dass man das dafür halt auch noch ein Design Award kriegt. Cool, aber eigentlich auch unnötig, wollte ich nur kurz sagen. Ja, aber das zeigt doch, dass man die innovativen Ideen, die man aktuell fährt bei Fortuna, halt auch in der Businesswelt angesagt sind, weil so ein Red Dot Award ist schon was Krasses, was Geiles. Du bekommst so eigentlich hochwertige Designprodukte, Autos, Kugelschreiber, was auch immer, bekommst du eigentlich diesen Award und das ist doch schon mal ein Schritt, dass man sieht, okay, bei Fortuna arbeiten jetzt zumindest die richtigen Leute, was Marketing, was Business angeht, auf jeden Fall. Das allererste Mal gehört vom Red Dot Award habe ich in Gelsenkirchen, weil die Straßenbahnen, die da fahren, haben auch den Red Dot Award gewonnen, irgendwie von 2001 oder so. Aber die sehen auch cool aus, die U-Bahn. So ein bisschen miesmutig waren halt viele Fans, weil dieser Fankongress, den man anberaumt hat, den man auch so hochgehoben und gepriesen hat, ist abgesagt worden. Es gab ja auch zwischendrin ein paar Mal Schweigeminuten oder Fans, die absichtlich irgendwelche Spiele boykottiert haben. Micha, fass das Ganze mal irgendwie in einen Kontext zusammen. Ja, es sollte jetzt eigentlich dieses Wochenende der Fankongress sein, wo halt sich die Ultras, paar von Fortuna, also von der Fanbetreuung von Fortuna und halt normalen Fans zusammentreffen, dann ein paar Workshops haben und dass man sich da halt mal um Themen, ja, dass man sich da mal zusammensetzt und dann um Fan-Themen halt quatscht und dann guckt, was man besser machen kann und so, aber irgendwie waren dann da zu wenig Anmeldungen für oder zu wenig Interesse, sodass dann Fortuna gesagt hat, oder so, dass der Fankongress dann einfach abgesagt wurde aufgrund von zu wenig Resonanz. Wenig Resonanz brachte uns auch zu den Gästefans aus Leverkusen. Ich musste schon ein bisschen lachen, als ich den anmoderierte. In der Startelf stand Stöger für Hennings und Boczek für Dutsch. Die Formation ergab sich, auf dem Papier war es ein 4-1-4-1, im Aufbauspiel war es eher ein 3-4-3. Du hast vor ein paar Wochen mal erwähnt, dass Boczek eher dieser Libero-Spieler ist, der sich zurückfallen lässt, in die Innenverteidigung, von dort aus dann auch mehr oder weniger geschickte Pässe spielt. Genau, und in dem Spiel hat halt Sobotka diese Rolle übernommen, wo ich überrascht war, weil es halt genau 1-1 diese Boczek-Rolle war, dass er sich vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung fallen lässt beim Aufbauspiel. Ja, Madrid macht es ja zum Beispiel auch über Toni Kroos. Ja, es ist ein bisschen blöd, aber die spielen auch so. Bevor wir unser Fazit ziehen, sprechen wir einfach mal über ein paar 10. Ja, 0-1 Ecke scheiße verteidigt. Dominik Kor steht halt alleine und Rensing halt ohne Chance irgendwie. Dann muss in der 58. Rahmen verletzt raus. Leverkusen macht das 0-2. Dann macht in der 90+4 der Hennings noch einen faulen Elfmeter rein. Den hat der Gieselmann wunderschön rausgeholt. Jetzt hatte Fortuna natürlich auch viele, viele Chancen in dem Spiel. Deswegen gehen wir nicht auf die Fortuna-Chancen ein. Lass uns nur mal erwähnen, dass Fortuna viele Chancen hatte, die man einfach nicht genutzt hat. Wenn man es nach Effizienz bewertet, hat Leverkusen verdient gewonnen. Aber wir haben gezeigt, dass wir gut mithalten können. Was bis jetzt so ein bisschen bezeichnend für die Saison war. Ich hätte es geschrieben, Fortuna hat die erste Hälfte dominiert, belohnt sich nicht, 18-0 Torschüsse.
Ich habe geschrieben, wir machen zwei Fehler in der zweiten Halbzeit und kassieren dafür zwei Tore. Ja, genau, das war halt dieses, Fortuna kassiert, Leverkusen macht halt das glückliche 1-0, was halt zu dem Zeitpunkt halt wirklich glücklich war. Und dann dachte sich Fortuna, okay, dann gehen wir jetzt offensiv und dann sind die halt komplett mit dem Kopf durch die Wand und haben sich dann halt auskontern lassen und dann stand es innerhalb von 10 Minuten 2-0 und dann war die Sache gegessen, weil da kommst du als Fortuna halt bei einem gestandenen Bundesligisten nicht mehr dran, weil dafür sind die zu souverän, um da noch was anbrennen zu lassen. Besonders aufgefallen ist mir, man könnte auch Fortuna das Spiel sagen, aber im Spiel war so Wodka sehr aktiv. Er hat so ein bisschen das gemacht, was Morales uns immer macht, diesen Pendelspieler zwischen Offensive und Defensive. Das hat er sehr gut gemacht, hat auch einige Zweikämpfe sehr geil gewonnen. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall war der Bombe. Und so spielte eigentlich in der zweiten Halbzeit genauso weiter wie in der ersten, aber man hat nicht mehr diesen Erfolg. Leverkusen hat 2-3 Mal umgestellt und sich dann darauf angepasst, wie Fortuna gespielt hat. Da hat Fortuna auch so ein bisschen wenig gemacht, auch mit dem Funkel. Hat er sehr kreativlos, ist so ein bisschen negativ, aber er hat halt ihre Kater wieder. Aber der war halt wieder sehr kreativlose Wechsel. Du hast nicht gemerkt, da kommt jetzt der Punch, da kommt jetzt der Druck. Weil Leverkusen eigentlich nicht diesen Druck gemacht hat, dass du diesen extra Spieler in der Box hättest bringen müssen. Was, wenn du nichts mehr zu sagen hast, uns halt so ein bisschen zum Auswärtsspiel in Nürnberg führen. Fortuna, die Startelf war ja Bozek für Sobotka, der hatte Magen-Darm. Usami für Rahman, der hatte Knieprobleme, wie gesagt, er wird aus dem Leverkusen-Spiel. Luke Bakio kam für Stöger ins Spiel. Zimmermann zog sich eher ins Zentrum. Luke Bakio versuchte, den Flügel zu stopfen. Und Dux war für Hennings in der Partie, der konnte sich beweisen. Spielsystem war wie eh und je 4-1-4-1 oder dementsprechend ein 5-4-1. Das kann man sich schieben und drehen, wie man will. Das ist eine neutrale Formation, das 4-1-4-1. Als defensive Formation haben wir ein 5-4-1. Und als offensive Formation ist es schon fast ein 4-3-3. Aber im Moment spielt Fortuna eigentlich sehr gut. Was halt so ein bisschen Fragen aufwirft, wenn man sich am 6. Spieltag die erste Klatsche gegen Nürnberg abholt, gegen die man am letzten Spieltag der zweiten Liga noch glücklich die Meisterschaft geholt hat. Ja, was mich an Nürnberg halt geärgert hat, war, die waren halt nicht 3 Tore besser. Das war eigentlich meiner Meinung nach schon das schwächste Fortuna-Spiel die Saison. Aber trotzdem war Nürnberg halt nicht besser, also war keine 3 Tore besser, war eigentlich auch nicht verdient Sieger. Die haben halt, das 3-0 war halt ein super Pass, also ein super Pass im 16er und dann dieser Lupfer über Rensing. Aber sonst kam halt von Nürnberg nichts und von Fortuna kam halt auch nichts. Deswegen ist es eigentlich so ein 0-0 dann, oder ein glückliches 1-0-Spiel und kein 3-0, was halt komplett falsch aussieht. Ich hau mal kurz die Spielszenen raus, dann gebe ich dir mal mein Feedback zu. Luke Bakio fault Leibold im 16er, gibt Elfmeter, 0-1, Behrens hat den Klasse verwandelt. 33. Luke Bakio scheitert 1-1 an Bredlow, 0-1 zur Pause. So, und du hast jetzt in der zweiten Halbzeit das 2-0, das Schlag, ne, ist frei. Und er hat die gleiche Situation wie Luke Bakio in der 33. Und der ist halt eiskalt. Das ist so ein bisschen das 3-0 braucht man gar nicht erwähnen. Aber das ist so ein bisschen das, was ich kritisiere. Unsere Chancenverwertung ist am Arsch im Moment. Wir spielen mit, egal, wir haben auch mit Schalke mitgespielt, um kurz vorzugreifen. Wir haben auch sehr gut gespielt, auch wieder die erste Halbzeit. Auch die zweite Halbzeit wieder gut mitgehalten. Aber die anderen Mannschaften scheinen vorne drin einen in der Box zu haben, einen Stürmer zu haben, einen Spieler zu haben, die aggressiv sind, die nachgehen, wie McKennie bei Schalke zum Beispiel, der dann das 1-0 gemacht hat. Oder hier Ishak, der abgebrüht ist als schwedischer Nationalspieler und dann einfach den Ball macht. So, das fehlt mir irgendwie. Ich möchte nicht die Mannschaft sein, wo du in der Winterpause sagst, so, ja, Fortuna Düsseldorf, die müssten eigentlich im Spielpotenzial nachlegen, aber scheiße gespielt haben die nie. Die haben mit die besten Spiele der Saison gezeigt. Das möchte ich halt nicht sein. Ich möchte halt nicht der Boxer sein, der halt immer geile Boxkämpfe abliefert, aber irgendwie sagst du, ja, der boxt immer geil, der hat immer geile Boxkämpfe, die sind immer super interessant, aber Ergebnisse bringt er halt nicht. Das ist halt ärgerlich, weil man ist halt eigentlich in fast jedem Spiel auf Augenhöhe gewesen oder sogar besser und trotzdem verliert man halt so. Und das ist dann einfach, da fehlt halt auch ein bisschen die Souveränität vorm Tor, weil
Fortuna hat halt, es ist ja nicht so, dass Fortuna hat jetzt in 4 Spielen ein einziges Tor geschossen und das war nach einem Elfmeter in der 93. Minute, was nicht mehr wichtig war. Hat man die falschen Schirmer gekauft? Das waren die falschen Spieler. Müsste man Kujovic spielen lassen? Müsste man Nielsen eine Chance geben? Müsste man Lovren öfter spielen lassen? Muss Usami ins Zentrum? Muss man alles neu machen? Wenn ich die Antwort wüsste, dann würde ich dir sagen. Man muss einfach mal das Ding rein. Ich glaube, das ist, Fortuna muss halt einfach mal ein so ein Himmelding reinmachen und dann läuft, glaube ich, wieder. Und weil Fortuna hat halt die Chancen, aber macht halt den scheiß Ball nicht rein. Und dann, Fortuna hat halt in einem Spiel, sage ich mal, 5 Chancen, der Gegner hat 2 und Fortuna verliert 2-0. So, das ist, der Gegner spielt gefühlt, keine Ahnung, 8 Minuten besser wie Schalke und Leverkusen. Die haben gefühlt 8 Minuten besser gespielt und dann jeweils 2 Tore gemacht. Und dann war es halt vorbei. Und dann dann spielen die das halt souverän runter. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Zumindest in den Leverkusen-Spiel hat jemand im Doppelpass gesagt, Fortuna war gleichwertig mit Leverkusen, aber Leverkusen hatte halt 2-3 Momente, wo du halt gemerkt hast, über Volland zum Beispiel, der hat eine hohe individuelle Qualität, und die kommt, je länger Fortuna nicht in Führung geht, kommt die irgendwann zum Tragen. Der wird irgendwann, wenn er den Ball hat, wird er auch das Tor machen. So ist es passiert, so ist es auch gegen Schalke passiert. Jetzt ist halt nur die Frage, wo kann man da ansetzen? Wie könnte man das verbessern? Wir haben gleich noch einige Themen am Ende. Wir sprechen als nächstes über Adam Boczek. Aber wie könnte man die aktuelle Situation drehen? Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Fazit eigentlich, den ersten 6 Spiele. Ja, einfach mal das Ding reinmachen. So, und das ist so, wie soll ich sagen, Fortuna spielt ja gut. Wie gesagt, Fortuna ist halt auch meistens auf Augenhöhe. Aber man belohnt sich halt nicht dafür. Und dann denkt man sich, ja, es war knapp. Aber man hat halt das Tor nicht gemacht und dann, also man hat halt 100%ige nicht gemacht und kassiert dann so 40%ige und dann verliert man halt 2-0, 3-0. Gegen Leverkusen war es ja eigentlich auch ein 2-0, der Elfmeter in der Nachspielzeit hat ja keinen mehr interessiert. Also das ist halt ärgerlich. Oder gegen Stuttgart, um jetzt nochmal ganz zurückzugreifen, war ja auch, das Spiel gegen Stuttgart musst du 2-3-0 gewinnen von den Chancen her. So, und dann spielst du halt gegen Stuttgart nur unentschieden, wo du einen Sieg verdient hast. Gegen Leverkusen und Schalke hättest du, glaube ich, einen Punkt verdient gehabt mit der Leistung. Und ja, Nürnberg wäre eigentlich auch, weil beide Mannschaften einfach kacke waren, wäre eigentlich ein typisches 0-0-Spiel gewesen. Ja, Nürnberg hat sehr defensiv, Nürnberg wollte aus dieser Krise raus. Deswegen haben die sehr defensiv gestartet, die haben sich sehr tief zurückgezogen, haben gekontert und als die gemerkt haben, Fortuna, die macht einfach kein Tor, haben die plötzlich im Mittelfeld nach der Halbzeit eine Überzahl geschaffen und dann ging es bum, 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 dann waren 3-0 und dann hatte Fortuna auch nicht mehr mental die Power, jetzt zu sagen, wir holen jetzt das auf und machen einen, weiß ich nicht, einen 4-3 oder so. Hat zwar in der 90. Minute so ein bisschen mehr Gas gegeben als sonst, aber Zwingendes war da irgendwie nicht bei. Jetzt fordert Schäfer irgendwie 15 bis 17 Punkte, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, bis zur Winterpause. Ja, ich würde behaupten, man müsste eigentlich bis zur Winterpause 20 Punkte haben, um da halt gut drauf aufbauen zu können, um nicht eine überragende Rückrunde spielen zu müssen. So, alles unter 20 Punkte ist eigentlich Minimum, was du holen musst. So, und 20 Punkte wäre gut und alles über 20 Punkte wäre eigentlich überragend. Wenn man ob Fortuna das erreichen kann, ist ja eigentlich noch früh in der Saison, wenn man so will. Jetzt könnte man natürlich anfangen, so welche Spieler holt man denn im Winter? Holt man Mario Götze oder holt man hier, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, dieser japanische Nationalspieler, der auch Flügel bzw. hängende Spitze spielt. Kyutake ist auch ein Thema bei Fortuna, weil der spielt hängende Spitze oder offensives Mittelfeld in Japan im Moment. Vertrag läuft Ende Dezember aus. Kann man den vielleicht für Fortuna gewinnen für ein halbes Jahr oder so? Da wollen wir an dieser Stelle mal nicht drüber sprechen. Wenn ihr, was eurer Meinung zum Fazit ist oder Spieler, wo ihr meint, die könnten Fortuna besser machen, natürlich in dem Fall Leute, die man sich auch irgendwie leisten kann. Natürlich kann auch Cristiano Ronaldo Fortuna besser machen, aber das wäre komplett... Ich habe keinen Bock auf Cristiano Ronaldo bei Fortuna. Das wäre auch komplett unrealistisch. Haut das mal in die Comics. Sven hätte ich keinen Bock auf den. Haut das gerne mal in die Comics auf YouTube. Twittert uns das auch gerne in unsere Seite auf Twitter und könnt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe Megafon95 in unserem Facebook-Dingsy-Projekt Megafon auch dann gerne da reinknallen. Das ist eine Gruppe mit Fortuna-Fans, diskutiert gerne mit denen. Diskutiert gerne mit uns und wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Teilt das nochmal, ich hau's nochmal raus, weil die Folge halt irgendwie ein bisschen gestückelter ist als sonst. Jetzt sind wir natürlich die ersten 3 Spiele so ein bisschen durchgerusht. Jetzt gibt es bei Fortuna halt wirklich einiges, was da irgendwie bis jetzt passiert ist. Ich gehe mal durch.
keine großen Fortschritte bei Fink im Training. Das heißt, er kommt irgendwie nicht voran. Gül ist krank, der passiert auch. Lovren hat auch eine Trainingspause eingelegt. Man hat wieder angefangen mitzutrainieren. Die Risswunde bei Nico Gieselmann ist wohl krasser, ein Bluterguss bis durch zum Knochen. Und keine Ahnung, wann der mitkommen kann. Jetzt setzen wir eigentlich an, wo wir die ganzen Dinger mal durchhauen. Luke Bacchio wurde aus dem Kader gestrichen, da zum zur Mannschaftsversammlung vor dem Spiel zu spät kam. Wie schätzt du das ein? Oder ist es einfach nur Friedhelm Funkel, der die Disziplin hochhalten möchte? Ja, das ist einfach, passiert halt mal und dann aus Disziplinargründen wird man dann halt aus dem Kader gestrichen und damit hat sich die Sache meiner Meinung nach auch erledigt. Gibt es denn da einen Vertrauensbruch? Weil ich finde das schon, weil ein Spieler einmal zu spät kommt, so ein bisschen drüber, den direkt aus dem Kader zu streichen. Wer weiß, warum er zu spät gekommen ist. Wenn er jetzt gesagt hat, ich habe verschlafen, ja dann okay. Aber wenn er irgendwie im Stau stand oder whatsoever passiert ist, keine Ahnung, Kursverbügel gefallen, dann dann könnte man ihm das irgendwie verzeihen. Ja, ich denke mal halt, das ist eigentlich egal, warum es passiert. Wenn man zu spät kommt, dann kriegt man halt die Strafe und dann hat sich die Sache halt erledigt. Und da es halt jetzt ein Einzelfall ist, so wenn jetzt natürlich kommt, dass nächste Woche wieder einer zu spät kommt, dann würde ich mir Gedanken machen, aber passiert, wirst aus dem Kader gestrichen, nächstes Spiel bist wieder dabei und bei Luke, als ich halt gesehen habe, dass er nicht im Kader ist, habe ich mir im ersten Moment gedacht, okay, letztes Spiel war er eh nicht so gut, dann ist er wahrscheinlich deswegen nicht mit und habe dann erst im Nachhinein erfahren, okay, weil er halt zu spät kam und deswegen, ich würde dann nicht mal so ein großes Thema draus machen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie lange Gieselmann verletzt ist, aber kommt jetzt Quado aus der zweiten oder doch eher Seiders? Ja, weil Gieselmann fällt halt aus, Lukoki wurde verkauft, Contento hat den Kreuzbandriss. Jetzt gegen Hilden, das Freundschaftsspiel, was jetzt war, also das Fortuna 5-1 gewonnen hat, da hat halt Quadro als Linksverteidiger gespielt. Und jetzt ist halt die Frage, war das jetzt einfach nur, weil es halt ein Freundschaftsspiel war und sowieso egal, oder hat Funkel sich mal gedacht, okay, lass ich den mal spielen und guck mal, wie der sich in der Mannschaft tut, dann kann man den ja notfalls auch mal in den Bundesliga-Kader nehmen, weil ich glaube, auch in der Startelf würde Quadro nicht stehen, weil man dann, glaube ich, einfach Zimmermann oder Zimmer nach links packt. Ich habe auch, Usami könnte man auch auf links packen, wenn man eben mit der Fünferkette spielt. Wäre zwar in der Defensivbewegung ein bisschen, aber grundsätzlich wäre das auch eine Möglichkeit. Ja, ich war halt überrascht, dass Quadro beim Testspiel gespielt hat und deswegen kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass gegen Frankfurt Quadro einfach mal im Kader sein wird, damit man den im Notfall als Linksverteidiger spielen lassen kann. So, jetzt ist die Frage, was passiert mit der Moral eigentlich nach dem Spiel? Es kommen auch neue Leute in den Kader, neue Leute bekommen Chancen. Man hat nicht wirklich eine feste Elf, sondern da rotiert sich immer einiges durch. Du hast selbst Fußball gespielt. Wie fühlst du dich damit, wenn viel rotiert wird? Und macht das Unmut oder motiviert dich das eher, nochmal Gas zu geben, wenn du rausgekriegt worden bist? Bei mir ist es halt ein doofes Beispiel, weil ich halt Torwart bin. Aber ich bin halt, was das auch angeht, eigentlich relativ locker. Bei mir war es meistens so, dass man einfach... Meistens hatte ich überhaupt keinen zweiten Torwart in der Mannschaft. Da habe ich halt komplett durchgespielt, egal ob krank, verletzt oder was auch immer. Man hat halt gespielt. Ich habe ja nur Kreisliga gespielt und ich war halt immer, ich war immer geil zu spielen, auch wenn ich eigentlich wusste, ich war nicht der Beste. Aber ich war immer geil zu spielen, wollte immer Gas geben. Und es hat auch, wenn ich mal zwei, drei Spiele auf der Bank wirklich saß, nicht eingesetzt worden bin, mich so ein bisschen demoralisiert. Die Trainings danach waren nie wirklich gut. Ja, so war ich nicht. Bei mir war es eigentlich immer so, ich war allgemein eher der Trainingstyp. Also mir war es nicht wichtig, wirklich zu spielen, sondern halt für mich war es einfach nur, ich mache jetzt Sport. Aber ich weiß auch aus meiner Erfahrung, dass ich da einer der wenigen Leute bin, der wirklich so denkt. Haben wir irgendwas vergessen, bevor wir jetzt zum Feedback kommen unserer Community? Weil du vor 3 Wochen oder so ein Skript geschrieben hast, was eigentlich mit Barkok los ist. Der hat auch im erwähnten Testspiel gegen Hilden jetzt in der Startelf gestanden und hat dann mal wieder Fußball gespielt. Sollte anscheinend auch ein bisschen gezaubert haben, so was man so gehört hat. Also ich habe gelesen, dass der richtig geil gewesen sein soll. Also die Frage ist halt, Hilden spielt das Spiel nie. Oberliga, glaube ich. Oberliga. Er hat Bundesliga-Qualitäten, es wäre ja nicht bei Frankfurt letzte Saison ein paar Mal im Kader gewesen und so gedöns halt. Aber die Frage ist halt, kann er uns aktuell weiterhelfen, denn er ist halt eher ein Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler.
Ich weiß, er hat auch mal eine Zeit lang in der Jugend rechts gespielt, aber er hat halt nicht die Pace eigentlich, um als Konterflügelspieler da zu sein. Er muss auf dem Flügel halt eher schon Überzahl haben, was Fortuna normalerweise nicht hat. Ich weiß, wir hatten das Game bis jetzt immer, aber normalerweise hat er das bei Fortuna eher weniger. Denkst du, er wird noch spielen diese Saison? Oder war das einfach bis jetzt nur, ja okay, das sind glaube ich 20, ne? Und man hat ihn geholt als Talent für die Zukunft und mal gucken, was da passiert. Ich denke, er wird auf jeden Fall noch spielen diese Saison und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass wir an ihm auch Freude haben werden, weil er halt auch so ein Dribbler-Typ ist, so wie Zimmer, Rahman oder Luke Bacchio, dass er halt auch mal dem Gegner Knoten die Beine dribbeln kann, aber halt ob es auch für die erste Liga reicht, das wird man ja dann erst sehen können, wenn man ihn halt auch spielen sieht oder wenn er die Chance kriegt. Mein Vater hat jetzt gesagt, man hat eigentlich einen Kader für die Kader zusammengestellt, der 100% locker in der zweiten Liga aufsteigen würde, so wie er aktuell zusammengestellt ist. Hat er damit recht? Ja, auf jeden Fall. Und für Fortuna wäre es ja sogar egal, wenn sie absteigen, weil alle Spieler im Kader oder alle Spieler in der Mannschaft haben halt auch Verträge für die zweite Liga. Ich glaube. Das heißt, wenn man halt mit dem Kader absteigen würde und dann wirklich auch die Leute bleiben, dann wäre man auf jeden Fall Top-Favorit, um direkt wieder aufzusteigen. Duxch und Contento haben Ausstiegsklauseln beim Abstieg. Aber sind wir da auf jeden Fall gespannt und im Kern, also die meisten Spieler werden da natürlich bleiben. So, Michael, jetzt haben wir eben schon angedeutet, das Community-Feedback, das möchtest du kurz ein bisschen pflegen. Ja genau, und zwar hat in unsere Megafon 95 Facebook-Gruppe hat halt Kai Strader geschrieben. Er einerseits danke, weil er wirklich aktiv ist. Er ist neu in der Gruppe und schon direkt aktiv und wenn du das hörst, kleine Sorry an uns dafür, dass wir überhaupt nicht darauf reagiert haben, was du geschrieben hast. Nee, weil ich habe halt nicht darauf reagiert, weil ich dachte, nur willst du es im Podcast, ja, ne? Genau, warum dann verschieben wir den in die letzten drei Wochen? Ja, warum dann da in die Kommentare schreiben, wenn man das ausführlich im Podcast erwähnen kann? Und ja genau, und zwar hat Kai geschrieben: Mich würde mal interessieren, wie ihr die Rolle von Bocek seht. Ja, und zwar dann die Meinung von Kai zu Adam Bocek. Wir haben ihm in der Vergangenheit viel zu verdanken. In der Aufstiegssaison 2012 war er sehr stark. Ich finde jedoch, dass er mittlerweile mehr Risiko als Verstärkung ist. In 2 von 4 Spielen hat er fatale Fehler drin und verschuldet eine Reihe von Gegentoren. Zudem lässt er sich oft theatralisch fallen, ohne dass Foul gepfiffen wird und verursacht somit wieder eine Angriffsmöglichkeit für den Gegner. Ich verzweifle regelmäßig, wenn er am Ball ist. Da gebe ich dir so ein bisschen recht. Am Ball ist er nicht mehr der Stärkste. Wir haben uns da so ein bisschen verloren. Ich finde, er hat seine Stärken mittlerweile eher im Defensiven. Ich kann mich an das eine Spiel erinnern, wo er einfach sehr geschickt sich die Gelbe abholt, den Spieler ohne ihn verletzt einfach hackt. Und dann auch die Situation, die vielleicht sehr gefährlich werden könnte, entschärft. Klar, er hat natürlich 1-2 Fehler gemacht, die vielleicht auch zum Gegentor führten. Aber in der Regel hat Fortuna allgemein in 10 halt Fehler gemacht, individuell wie auch im Team. Und die führten halt zu Toren. Und wir sind halt leider momentan noch nicht in der Lage, die Fehler, die der Gegner macht, zu bestrafen, sondern wir werden dafür bestraft, wenn wir Fehler machen. Ja, und ich fand halt lustig, als ich den Kommentar von Kai gelesen habe, dass ich mir dachte, so, ich weiß genau, was er meint mit dem Kommentar. Weil manchmal liest man irgendwie Meinung von Leuten und denkt sich so, hä, warum? Aber bei Kai war es so, ich habe weiß genau, was er meint, und ich habe halt auch das Gefühl, Bocek ist, der macht von 10 Spielen, macht er 3 Spiele überragend und den Rest komplett scheiße. So, der kann, so, ich habe das Gefühl, dass er manchmal so dieses Lumpi-Dings hat, dass er entweder Champions League oder Kreisklasse denkt, dass er nicht so ein Mittelding spielen kann. Er hat und die Hauptqualität von Adam Bocek ist einfach so dieses intelligente Hacken, so diese Abwehrarbeit und den Gegner dann auch mal ein intelligentes Foul zu spielen. Aber er hat so ein das bisschen, reicht halt nicht immer. Ja, so. Er hat so ein bisschen das Problem, wenn der Gegenspieler auf ihn zukommt, mit Tempo und den Ball dann ihm vorbeiliegt, durch ihn legt, kommt er nicht nach. Er hat nicht die Geschwindigkeit, der kann sich nicht so schnell drehen. Er hat nicht die Quickness, dann im Sprint nachzusetzen. Wenn der Verteidiger in der Nähe ist, dann kann er den erlaufen im Sprint. Und danach sprintet er auch nie wieder. Der hat halt nicht mehr diese Geschwindigkeit.
Und was halt er oft hat, ist dieses in der, ich weiß nicht, warum es in der Bundesliga nicht so ist, weil normalerweise, war meine Meinung jetzt immer in der Bundesliga, wenn die Spieler fallen, falsche Schiedsrichter eher als in der zweiten Liga. Warum das diese Saison bis jetzt noch nicht so war, keine Ahnung, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich weiß, dass Adam Bocek das eigentlich schon immer so praktiziert hat. Der Bocek ist halt noch, sage ich mal, einer von der alten Schule und der hat halt so diese Cleverness und diese Erfahrung, die man halt manchmal braucht und auch mal dieses, ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen das war, als er den gehackt hat und sich dann die Gelbe abgeholt hat für eine Aktion, wo du denkst, so, genau da muss er sich die gelbe Karte abholen mit genau so einem Foul, dass er dem Gegner nicht wehtut, er stellt dem Gegner praktisch nur ein Bein, der fällt hin, der beschwert sich nicht, der freut sich einfach, dass der Gegner dann eine gelbe Karte kriegt und damit hat sich die Sache erledigt. Aber ich denke, sobald Fink wieder fit ist, wird ein paar andere Spieler auch, wird Bocek da auf jeden Fall aus der Startelf verschwinden. Ich finde es nur schade, ich hätte gerne Robin Bormuth in der Rolle gesehen. Ich denke, er könnte das auch wenigstens genauso gut ausfüllen. Aber da setzt Friedhelm Funkel natürlich die alte Leier, schon mal darüber gesprochen, immer auf erfahrene Spieler, die er kennt. Oder halt, wo er weiß, die haben Bundesliga-Erfahrungen oder die haben generell Erfahrungen in der Klasse gesammelt. Ja, das ist halt das, was mich manchmal bei Funkel nervt. Dass Alter, er halt Bocek hat meiner Meinung nach weniger Qualität als Robin Bormuth, ist aber halt abgezockter, weil er einfach die Erfahrung hat. Und Robin Bormuth macht dann vielleicht noch so naive Fehler, würde ich sagen, weil er halt noch nicht so die Erfahrung hat. Aber Bormuth ist meiner Meinung nach der bessere Spieler. Aber er hat halt nicht diese Abgeklärtheit und Funkel steht halt auf Spieler, die diese Abgeklärtheit haben und deswegen spielt dann halt Bocek. Ich habe mit Bocek auch so ein bisschen so eine Hassliebe, genauso wie der Kai. So, manchmal siehst du den und denkst dir so, genauso dieses Abgezockte brauchst du jetzt und dann macht er aber so einfach Fehler, weil er einfach die fußballerische Qualität dann nicht hat in dem Moment. Ja, bei Bormuth ist es genau andersrum, da würde ich behaupten, der hat diese Qualität, aber halt noch nicht die Abgeklärtheit und deswegen macht er dann Fehler. Ich sag mal so, am besten ist, wenn demnächst dann Hoffmann wieder fit ist und dann Fink fit ist und dann sieht das alles wieder ganz anders aus. Vielen Dank nochmal Kai für deinen Kommentar oder auch für dein Feedback, was du schon hinterlassen hast. Vielen Dank, gerne mehr davon. Jetzt scrollt der Micha mit dem letzten Punkt weg. Micha, kurz den nächsten Gegner, Eintracht Frankfurt, nächste Woche Freitag, Sieg oder Niederlage? Ich würde behaupten, das wird ein 1-0 für Fortuna Düsseldorf. Ja, da gehe ich mit und sonst noch. Aber so weiß ich noch, ich glaube, das wird ein richtiger Grottenkick. Das wird dann so ein Spiel wie gegen Nürnberg, nur dass Fortuna dann ein glückliches 1-0 macht und sich dann hinten reinstellt. Und also ich glaube, das wird so ein Spiel, wo Fortuna wieder am wenigsten eigentlich den Sieg verdient hat, aber dann trotzdem irgendwie. Aber das ist doch scheißegal. Ob du ja, genau. Punkte. Frankfurt spielt momentan einfach geil. Und die haben sich gesteigert, am Anfang lief das nicht so, ein bisschen ein, zwei Spiele zurückgeholt, das System ein bisschen umgestellt und boom, klatscht Frankfurt jeden Gegner weg. Eure Meinung gerne zum Frankfurt-Spiel, auch gerne in die Comments oder auch gerne auf Facebook in die Gruppe. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an projektmegafonpodcast@gmail.com. Ihr könnt es aber auch gerne mal reinhauen, wie seht ihr aktuell die Form von der Fortuna und wo würdet ihr die Stellschrauben drehen? So, damit möchte ich eigentlich die Sendung abmoderieren, Micha. Hast du noch ein letztes Wort? Nee, ich habe die Hoffnung, dass wir demnächst nicht wieder 3 Wochen warten müssen, weil es einfach zeitlich bei uns beiden nicht passt. Aber das wird wieder und Fortuna wird auch wieder Tore schießen. Und deswegen. Achso, ich habe noch einen ganz, ganz, ganz schlechten Witz. Beziehungsweise das ist nicht mal ein Witz, sondern ich habe. Beim Spiel gegen Nürnberg habe ich überlegt, wie das Stadion für Nürnberg heißt und habe wirklich für 20 Sekunden war wirklich überzeugt, dass das Stadion Mark Matlock Stadion heißt. Aber irgendwie, ich habe gesagt mir so, ja, das Stadion, Mark Matlock Stadion, das ist doch der Sänger, das heißt irgendwie anders. Aber naja, wer in der Spielarena sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Was ist das denn? AWD Arena? Nee. Nee, irgendwas mit Morlock? Irgendwie ähnlich wie Matlock. Aber ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ihr bisher überlebt habt. Vielen, 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 vielen Dank. Denkt an Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Megafon95. Liken, teilen, lieben, feiern. Sorry, der klang wie so ein Lied von Tim Bensko. Ich kenne leider Tim. Ich habe nicht wirklich was von ihm gehört, aber. Sprechen wir nicht in einem Fortuna-Podcast über Tim Brensko. Machen wir eher die Verabschiedung. Ich bin der Mo. Ich finde mich, wenn ihr Bock habt, das Schütter als Wampendribbler.
Bei mir ist der Schwensky 8. Und dann sage ich, ich traue mich jetzt gar nicht bis nächste Woche zu sagen. Aber wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal im Podcast. Und wie gesagt, für mich und Jule, euch noch eine geile Zeit. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.